Kann ich mir denn noch einen Tunika-Slot kaufen? Habe ich irgendwo eine Genbank? Wo ist, was ist denn das hier eigentlich für ein Tunika, was ich habe? Das glaube ich, ist ein Körpertunika, oder? Körpertonika, Entschuldigung. Da müssten wir jetzt eigentlich das Frozen-Ding freigeschalten haben. Das wollte ich nicht. Was wollte ich? Electrobolt? Ach du. So, der Houdini-Splicer hat... Aua. Hat mich zwar nicht getroffen, aber trotzdem. Ungemütlich. Ach, der war das. Immer diese Religiösen. Schlimm. Bestimmt Missionar. Muss ich jetzt irgendwas machen? Schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Ich muss also wieder nach oben. Und einfach mal, denke ich, durch diese Tür durch. Und einfach, ja, dann schaue ich halt mal, ob ich irgendwo hier Spritzen kaufen kann. Aber ich habe doch nicht viel Geld, oder? Ich habe doch gerade was... Warum habe ich auf einmal schon wieder 108? Der Fug. Wo kommt denn das her? Ich habe doch... Ach so, ich habe ja für... Entschuldigung. Ich habe ja für Adam eingekauft, nicht für Geld. Das sind ja zwei unterschiedliche Währungen hier. Habe ich ja immer... Vergesse ich irgendwie immer. Hier muss ich also durch. Den Big Daddy lasse ich jetzt nochmal. Der kommt später dran. Erstmal hier durch. Ach du Heilige. Aber wenigstens ist die Musik einigermaßen schön. And now. Miep! Miep? Ist hier jemand? Ich hab grad dezent Angst vor... Da ist doch jemand. Ich habe so das Gefühl, wenn wir hier, bevor wir hier rausgehen, werden uns die Herrschaften noch begrüßen. Sag ich ja! Oh, Heilige, der ist ein bisschen größer. Stärker, meine ich, natürlich. Entschuldigung. Wo ist denn der Houdini? Da! Zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Wer ist hier kein Mensch, hä? Du kranker Bastard. Ich höre schon wieder eine Big Daddy. Ich werde mich wohl früher oder später doch um die Herrschaften hier kümmern müssen. Hi, Sister. Doch gar nichts. Und doch friedlich. Noch zumindest. Hey, 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 ist gut. Immer diese Agro-Daddies. Ich kill dich schon noch. Keine Runde. Keine Ruhe. Kein Stress. Brauchst nicht so ungeduldig sein. Oh, hi. Scheiße! Ich kenne mich gerade nicht mehr aus, Entschuldigung. Hä? Hilfe. Ach, ich kann keine Munition mehr mitnehmen, das ist natürlich super. Weil ich kenne mich hier auch überhaupt nicht aus. Aber hier ist eine Genbank. Schaue ich mich jetzt mal um, was die Körpertonikas so haben. Eveling brauche ich ja nicht mehr, Medical Expert auch nicht. Hackers Delight 2, eigentlich brauche ich Hackers Delight 1 auch nicht mehr dann, aber ist ja egal. Die sind die Körpertonikas oder Tunikas. Tunikas, nicht Tonika. Passt schon. Kampf. Ach, da sind die Frozen Fields. Ach so. Habe ich doch Elektrohaut, habe ich doch drin, oder? Statische Entladung, nee.
Okay, das könnte ich eigentlich auch mal reinhauen, statt diesem hier. Bei elektrischen Angriffen füge ich mehr Schaden zu. Das ist gut. Ich nutze... Ach du Heilige. Nutze ja sehr viel Elektro-Schaden. Wie viele denn noch? Wo ist der Houdini? Houdini, Splicer, where are you? Ach da! Hi! Du warst tot. Na toll. Ach du Scheiße. Ist hier jemand? Schaut nicht so aus. Aber da hier ja alles irgendwie so halblebend ist, würde ich da mal nicht drauf gehen. Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Kiburz und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Ah ja, ich muss also in die Werkstätten. So, warum wollen Sie die wissen lassen, wo sie stecken? Die neueste Version der Sicherheitslücke lässt sie mit Leichtigkeit jede Sicherheitskamera oder Geschütz umgehen. Hau ich jetzt mal hier rein? Als Ersatz. Geh zu Kyburz Werkräumen, aber erstmal. Ach du Heilige, ich glaube, hier sollte ich besser nicht durchgehen. Also ich kann irgendwas ausschalten, aber ich glaube, das ist eher tödlich als alles andere. Der Trennschalter ist hier drüben, jawohl! Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell Fontaine schöne Grüße, du dreckige Ratte! Was ist denn bei denen bitte los? Ich nehme jetzt mal den Autohacker, weil ich gar keinen Bock habe. Um das zu deaktivieren, einfach nur, dass ich mir das da unten schnappen kann, das Zeug. Ich hab doch hier gerade was gehört. War wahrscheinlich der Big Daddy. Noch bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, muss Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Ja. Ich will nicht. Warte mal. Hier mal kurz nachladen. Wichtig. Ich probiere mal mit der Armbrust, ob das funktioniert. Brandbolzen, der ist wahrscheinlich gegen Big Daddy jetzt nicht so effektiv. Allen Bolzen, was macht der denn? Ja, ich nehme mal die Brandbolzen. Ich will nicht. Hilfe! Aber die machen gut Schaden auf jeden Fall. Wow. Geh weg! Er ist gleich tot. Und ich auch. Nein! Shit! Na, Hilfe! Das war verdammt knapp. Ich habe nämlich keine Kids mehr. Jetzt müsste eigentlich auch gleich die Little Sister rumkommen hier irgendwo. Ach nö, die ist jetzt nicht weg, oder? Little Sister? Ach nö, der hat seine Little Sister schon abgegeben. Ach komm. Ich will jetzt aber eine. Oh, scheiße. Das war jetzt sehr suboptimal. Hier ist noch eine Eve-Spritze unten. Die lasse ich mir aber nicht entgehen hier. Okay, das war jetzt sehr suboptimal. Ich muss also nochmal hier zurück später. Weil ich diese... Little Sister brauche. Das heißt, ich muss den Big Daddy nochmal besiegen. Das war jetzt äußerst intelligent erledigt. Aber zumindest wissen wir jetzt schon mal, dass die Armbrust ganz gut gegen die Teile wirkt. Aber ich muss jetzt mal kurz wieder auf die normalen Bolzen wechseln. Sonst kann ich mich hier mit dem Teil überhaupt nicht wehren. Weiß gar nicht, ob die Brandbolzen da effizienter sind als die anderen, aber ich... Ich habe nur noch einen Bolzen, verdammt.
Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das, das ist wahrlich das viel größere Wunder. Nix ist mit Gebärmutter hier. Oh, shit. Ach, ich kann den gar nicht benutzen, der ist gehackt, oder was? Ich wusste gar nicht, dass die hacken können. Cool. Jetzt bin ich zumindest mal schlauer. Hinten ist noch was, ein Safe. Ein Safe, cool. Kontaktminen kann ich nicht mitnehmen, aber ich kann das hier mitnehmen. Den muss ich mal kurz hacken. Wenn es denn klappen sollte, ich weiß es ja nicht. Das ist ja immer so ein Problem mit dem Hacken hier. Weil die sind... Deal. Aber es sieht momentan noch ganz gut aus. Ja, das klappt sogar cool. Glück gehabt. 5 Bolzen sogar mit Stahlspitzen. Cool. Lade ich gleich mal meine Armbrust nach. Für den nächsten, für den next Big Daddy. Oh, Houdini. Jetzt nicht mehr Houdini. So, schauen wir mal, hier oben müsste der Big Daddy irgendwo sein. Kann ich mir... Ich habe nicht genügend Adam, um hier irgendwas zu kaufen hier. Schade leider. Was ist das hier nochmal? Geothermal Control. Ach so. Ich muss aber irgendwie nach oben und schauen, ob ich den Big Daddy bekomme. Hinten geht es zu den Workshops, da muss ich ja hin. Ah, jetzt hat er sie gerade abgegeben. Ja, okay, dann mache ich das danach, wenn er sich wieder geholt hat. Ja, das war jetzt suboptimal, was ich in den... Oh shit. Da war ja was. Kann ich das Ding hacken? Nein. Aber kaputt machen. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten im Eve's Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon 2 Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Immer mit der Ruhe. So, nochmal kurz speichern und ab in die Werkstätten. Wir haben jetzt zumindest wieder 2 Medikits. Das ist schon mal besser als 0. Also mathematische Grundsätze in so, ne? 2 ist größer als 0. Wobei man da natürlich auch manchmal andere Meinungen hat in der Mathematik. Och, hi. Lohnt sich das überhaupt? Geht doch so auch. Da ist irgendwo Gatherer's Garden. Und ein Big Daddy. Hoffentlich mit dazugehöriger Sister. Sonst bin ich da leicht angepisst. Ich brauche unbedingt Bolzen. Jetzt habe ich auch wieder einen Haufen. Okay, 37 Bolzen mit Stahlspitzen. Das sollte reichen. Hat der eine Sister dabei? Habe ich den angegriffen? Geht doch weg! Ich hab 37 Bolzen! Ihr könnt mir nichts! So, er hat eine Little Sister dabei, das heißt für uns. Oh oh! Oh oh! Weg! Weg! Schnell! Weg und schießen! Das sind aber auch nicht die höllsten Köpfe, diese Big Daddies, oder? Wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaub, du hast da eine kleine Pattsituation beschworen, liebe kleine Sister. Steckt da einfach im Boden fest, das geht ja mal gar nicht. Aber jetzt haben wir zumindest wieder Adam. Wir können uns rein theoretisch einen neuen Slot kaufen. Ich habe Mr. Ryan angefleht, von Bane Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an.
Nein, er spliced und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Das trifft sogar relativ gut, so wie ich das jetzt gesehen habe.